Die Tage können wir nicht immer so gestalten, wie wir das natürlich wünschen und wenn wir angestellt sowieso nicht. Trotzdem ist es wichtig, dass du aus jeder Situation probierst, das Beste zu machen. Denn wenn du ein guter Angestellter bist, dann fällt das nämlich auf. Unser Leben ist ein Prozess. Und wenn du daraus das Beste machst, dann wirst du nämlich auch weiterkommen. Okay, ich bin schon 44, ich habe auch irgendwo anders begonnen und ich habe immer zuerst gegeben, immer. Warum ich gerade auf das Thema komme, weil mir der Ben geschrieben hat und er meinte, er hätte als Hilfstrainer begonnen, im Fußball, weil er Spaß hatte und so durfte er dann Kurse machen und bis er dann die eigene Gruppe hatte und so verdiente er. Das ist nämlich etwas, das ich total nicht mag, wenn wir neue Leute einstellen. Und es geht immer nur um den Lohn. Ich finde einfach, es muss eine Leidenschaft dahinter sein. Dann zahlt man nachher auch viel lieber und mehr. Und das macht jeder Arbeiter. Wenn es dir wirklich ums Geld geht und du brauchst innerhalb kurzer Zeit viel Geld, dann mach Akkordmaurer oder geh in eine Fabrik. Dann wirklich dort, wo du richtig Leistung geben kannst für eine kurze Zeit oder mach 10 Tage Olma oder... Wenn du dir aber Zeit geben kannst, dann empfehle ich dir, das zu suchen, was dir wirklich Spaß macht und arbeite dich dort langsam hoch. Such dir eine Firma, in der du wirklich arbeiten willst. Da wirst du immer Arbeit finden. Immer. Ich war ja knapp 3 Jahre auf den Philippinen und als ich zurückgekommen bin, wollte ich wieder Arbeit und innerhalb von einer Woche hatte ich Arbeit. Klar hatte ich kein Auto, ich musste mit dem Fahrrad jeden Tag eine Stunde hinfahren. Der Zahltag war nicht hoch, egal. Aber ich war mir nicht zu schade. Ich war dankbar, dass ich diese Chance und diese Möglichkeit hatte. Und wenn du nämlich diese Chancen wahrnimmst und das umsetzt, wirst du dort auf dem Arbeitsort ganz bestimmt wieder neue Chancen. Tja, und das tut mir manchmal weh, wenn ich sehe, dass viele Leute, vor allem junge Leute, einfach nur eine Arbeit suchen, dass sie eine Arbeit haben und nicht hinterfragen, was ist das für eine Arbeit? Und dass man wirklich mit Stolz und Freude hingehen. Ein tolles Beispiel habe ich jetzt dir noch wegen Muttersein. Ist ja auch eine neue Arbeit. Nur diese Arbeit können wir nicht wieder wechseln und sagen, oh, das gefällt mir nicht. Und es ist schwierig, ich denke, jede Mutter, du bist plötzlich in dieser Arbeitsstelle. Und dann gibt es ja die tollen Ehemänner, die vielleicht am Arbeiten sind und die dann neidisch auf die Mütter sind, weil die Mütter können ja den ganzen Tag nur ein bisschen quatschen, tratschen und nichts tun. Nee, ich sagte, jede Arbeitsstelle hat seine Vor- und Nachteile. Also, was ist dein nächstes Ziel? Konzentrier dich darauf oder schreib mir, ich hoffe, ich kann dir helfen. Konzentrier dich auf das, was du als nächstes erreichen möchtest und nicht nach rückwärts schauen. Ja, mittlerweile habe ich die Kids auch wieder bei mir, und aber es ist ruhig. 3 Minuten später, der Junge schläft. Der war K.O. Der hatte so rote Augen. Ja, ja. Viel Schlafen war da nicht drin. Also komm, hopp. Es ist 18 Uhr, 6 Uhr abends. Was könntest du heute noch tun, um ein bisschen näher an deinen Traum zu kommen? Sitz dich jetzt nicht einfach vor das Fußballspiel. Nein, tu jetzt noch eine Stunde.